Zum ersten Mal wird heuer der Gemeindetag des Gemeindenverbandes Südtirol in der Landeshauptstadt ausgetragen. Die Tatsache noch dazu, dass er nicht in der Altstadt, sondern am Matteotti-Platz stattfindet, ist sicher kein Zufall. Für mich insbesondere, weil ich habe einige Jahre gewartet, bis dieser Moment gekommen ist. Ich habe das mehrmals gesucht im Gemeindenverband, aber da war nie der richtige Moment. Jetzt ist es. Und ich bin überzeugt, das ist auch eine gute Gelegenheit für meine Kollegen Bürgermeister, einen Teil der Stadt kennenzulernen, die sie wahrscheinlich nie gesehen haben. Das heißt auch, dass wir als Bozner und als italienischsprachige Südtiroler ihnen darstellen können, dass wir auch ein Stück Südtirols sind. Beim Treffen am Matteotti-Platz zeigte sich ein buntes Gemisch von Menschen unterschiedlicher Traditionen und Geschichte, die aber im Geist dieses großen Festes für die Stadt vereint waren. Die Albini-Gruppe sorgte für die Verpflegung und erledigte Organisatorisches. Die bunten Trachten der Musikkapelle, der Bürgermeister und der Chor der Bürgermeister mit seinen hellblauen Krawatten brachten Farbe und gute Stimmung in die Landschaft. Das schlechte Wetter verursachte leider einige Programmänderungen. So wurde das Konzert des Kinderchors Dore Mix in die Manzoni-Schule verlegt. Die Banda Mascagni führte aber trotz strömenden Regens den Umzug der Bürgermeister vom Matteotti-Platz ins Cristallo-Theater an. Im Cristallo-Theater wurden dann der offizielle Teil der Arbeiten dieses Gemeindetags mit einer Rede des Präsidenten des Gemeindenverbands in Angriff genommen. Das ist natürlich schon ein besonderer Gemeindetag. Es ist das erste Mal, dass wir ihn in der Landeshauptstadt abhalten und das soll auch ein Zeichen sein. Es ist in den letzten Jahren gelungen, die Gemeinde Bozen verstärkt in die Arbeit, in den Gemeindeverband mit einzubinden und das ist natürlich sehr bedeutsam, denn ohne Bozen sind wir halt nicht die Vertretung aller Südtirolerinnen und Südtiroler. Mit Bozen sind wir jetzt wesentlich stärker. Es ist ein Fünftel der Einwohner, die diese Stadt repräsentiert und es ist vor allem auch die urbane Realität und deshalb ist das auch ein starkes Zeichen für Bozen und für diese Gemeinsamkeit. Die italienische und die deutsche Landes- und Gemeindepolitik war, angeführt von Landeshauptmann Durnwalder, fast vollzählig anwesend. Bürgermeister Luigi Spagnoli war auch offizieller Vertreter des italienischen Gemeindenverbandes ANCI, da er unter anderem Präsident der Umweltkommission ist. Es ist wichtig, dass sich die Landeshauptstadt und die anderen Gemeinden annähern und das ist in den letzten Jahren geschehen. Der Gemeindetag heute ist ein konkretes Zeichen dafür.